Ich freue mich sehr, dass Tarek Die Pressekonferenz heute der Grünen beginnt. Omid Nuripur ist da und auch Tarek Al-Wazir, hessischer Minister für Wirtschaft. Mit mir hier zu stehen. Aber ich muss beginnen mit der Situation in Israel und den abscheulichen Angriffen der Hamas auf Israel. Die Raketenangriffe gehen weiter. Wir haben mittlerweile über 1.100 Tote allein auf der israelischen Seite, über 100 Geiseln, die in der Hand der Hamas sind und ihre Verbündeten. Darunter sind auch beispielsweise deutsche Staatsangehörige. Und man sieht, dass unter der Hamas und unter dieser Aktion und auch der Politik und des Terrors der Hamas der letzten Jahre auch die Palästinenser sowohl in Gaza als auch in der Westbank massiv leiden. Wir sehen diese ungeheuerlichen Videos, wie brutal und scheußlich die Hamas vorgeht. Massenmorde, Hinrichtung auf offener Straße, Vergewaltigung, Schändung von Leichen, Kinder, die malträtiert werden, Geiseln, die vorgeführt und gefoltert werden und gedemütigt werden. Es gibt eine sehr, sehr klare und eindeutige Verantwortung und das ist die der Hamas für diese Situation. Und nichts davon ist rechtfertigbar und es gibt keinerlei Rechtfertigung, die Hamas für diese abscheulichen Taten noch vortragen kann. Dieser Terror muss sofort gestoppt werden und der Staat Israel hat ein international verbrieftes Recht auf Selbstverteidigung. Israel hat natürlich unsere volle Solidarität und das sage ich nicht im Namen meiner Partei. Ich glaube, das können alle demokratischen Parteien in diesem Land sagen. Es war uns ein wichtiges Anliegen und ich bin dafür sehr dankbar, dass wir zusammengekommen sind über das Wochenende, um trotz des demokratischen Wettbewerbs auf den letzten Metern der Landtagswahlen ein gemeinsames Signal zu setzen der Solidarität der Parteivorsitzenden der demokratischen Parteien in diesem Land. Diese Solidarität ist auch Verpflichtung, Israel beizustehen und den Israelis und ihrer Sicherheit, aber auch natürlich den Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und das bedeutet bei uns mehr Schutz für die Einrichtungen, ausreichend Polizeischutz. Und natürlich gilt es, dass Vereine und Gruppierungen, die Hass und Antisemitismus schüren und zu Gewalt aufrufen, jetzt erst recht in den Blick der Sicherheitsbehörden geraten. Und das bedeutet, dass beispielsweise Verbot vom Samidun-Netzwerk jetzt geprüft wird. Das geschieht gerade auch durch die Bundesregierung. Betätigungsverbote müssen erfolgen, wenn sich Vorwürfe dementsprechend auch verhärten. Mit dieser Eskalation hat die Hamas den Nahen Osten und vor allem die Menschen in Israel, in Gaza und in der Westbank weiter vom Frieden entfernt. Und es besteht natürlich auch eine Eskalation mit dem Iran, dem maßgeblichen Unterstützer der Hamas, wie der Hisbollah, die ja in diesen Krieg eingegriffen hat mit Angriffen und eigenen Raketenbeschüssen von Israel. Das Auswärtige Amt ist deswegen auch dauerhaft im Gespräch mit unseren israelischen Partnern und mit den internationalen Partnern. Der Krisenstab der Bundesregierung kommt auch heute wieder zusammen und es wird natürlich jeden Tag geprüft, wie wir Israel mehr helfen können und wie wir den Menschen in Israel beistehen können, damit dieser Krieg so schnell wie möglich endet und die Menschen auch in Sicherheit leben können. Die Landtagswahlen in Hessen und Bayern, zu denen ich jetzt nun kommen möchte, haben für uns ein gemischtes Bild mitgebracht. Wir sind heute Morgen aufgewacht mit den amtlichen Endergebnissen und die Ergebnisse sind sicher nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben und wie wir sie uns gewünscht haben. Ja, wir haben stabile Ergebnisse, erst recht im Vergleich zu den Ergebnissen, die wir hatten bei den Bundestagswahlen. Ja, wir haben unser zweitbestes historisches Ergebnis in beiden Bundesländern erreicht und haben unsere Basis an der Stelle auch gefestigt. Und trotzdem war gestern ein schwieriger Tag, und zwar für alle Ampelparteien. Wir haben eine Verunsicherung in dieser Gesellschaft, die uns verpflichtet, dass wir in den Mittelpunkt schieben die wirtschaftliche Lage, die Inflation, die Situation in der Ukraine, die Unterstützung, die es dort braucht. Und wir erleben eine insgesamt aufgeheizte Stimmung. Und jetzt gilt es das Recht für die Ampelparteien, dass wir Vertrauen zurückgewinnen, dass wir auch darstellen können, was wir in den letzten zwei Jahren miteinander hinbekommen haben. Denn es war eine große Menge an Dingen, die dieses Land besser gemacht haben, was aber zu sehr oft unter die
nicht unter den Radar fliegt, weil wir ja selbst mit der Performance der Ampel das ein Stückchen übertönen. Das muss aufhören. Davon hat keine Partei in dieser Ampel was. Und wenn ich jetzt die Verlautbarung von heute der Koalitionspartner richtig gedeutet habe, sehen das alle so. Wir müssen Sicherheit geben und uns auf das fokussieren, was es braucht. Und das ist Politik, gute Politik im Sinne des ganzen Landes. Wir haben sehr viele Angriffe gesehen auf uns. Wir waren jetzt nicht nur im letzten halben Jahr, aber speziell jetzt permanent im Zentrum der Debatte. Und das zeigt auch die Relevanz dieser Partei. Das zeigt, dass wir wirken und dass wir Dinge vorantreiben und dass wir Debatten auch bestimmen und damit auch Orientierung geben. Das ist keine Rolle, vor der wir uns fürchten. Im Gegenteil, wir machen Politik für die Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Und ich möchte an dieser Stelle allen danken, die uns gestern ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Und all denen, die in den letzten Wochen, gerade die Ehrenamtlichen, die für uns Wahlkampf gemacht haben, in einer nicht ganz einfachen Zeit, einen Wahlkampf, der großartig gelaufen ist. Ich möchte beiden Landesverbänden danken, sowohl den Bayern als auch den Hessen für ihr Engagement. Und ich möchte natürlich speziell einen herzlichen Dank aussprechen an das Team Bayern, an Katja Schulze und an Ludwig Hartmann, aber natürlich auch an meine Leute in Hessen, an Angela Dorn und an Tarek Al-Wazir für einen Wahlkampf, der wirklich großartig war, den ich mir auch sehr eng anschauen und mit begleiten durfte und der sehr intensiv war und der auch Spaß gemacht hat. Und ich danke auch sehr herzlich all unseren Leuten für diese Motivation, die sie auf den Weg gebracht haben, trotz des Gegenwindes und alles gegeben haben. Und ich freue mich auch sehr, dass Tarek, du heute hier bei uns bist. Herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank und auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen, einen guten Tag. Ich sehe hier einige, die mich auch im Wahlkampf tageweise begleitet haben und die haben sicherlich auch gemerkt, dass es auch Spaß machen kann. Ich stehe hier heute mit einem Ergebnis von 14,8% für die Hessischen Grünen. Das ist einerseits ein gutes Ergebnis. Es ist ja wirklich das zweitbeste Ergebnis, was wir jemals bekommen haben. Also das ist ein gutes Ergebnis. Aber auf der anderen Seite ist natürlich völlig klar, wir hätten uns auch ein besseres Ergebnis gewünscht, weil, das kann ich auch mal so sagen, auch durchaus mehr drin gewesen wäre. Omid Nuripur hat es gesagt, wir haben, wenn Sie sich die Wahlen des gestrigen Tages anschauen, die Situation, dass alle Parteien, die momentan auf Bundesebene regieren, ich drücke es mal vorsichtig aus, eher durchwachsene Ergebnisse haben. Die Performance der Ampel hat da sicherlich ihre Wirkung auch in den Ergebnissen in den Ländern hinterlassen. Und ich kann das an dieser Stelle nur sagen, hoffe, dass das jetzt alle so sehen, wie gerade eben ja auch gesagt wurde, nicht nur die Grünen, sondern wirklich alle, dass eine Regierung nur miteinander regieren kann und nicht gegeneinander. Weil wenn am Ende immer nur Streitereien in der öffentlichen Wahrnehmung sind, dann ist das Ganze sicherlich nicht von Erfolg gekrönt. Und ich will das an dieser Stelle auch mal so sagen, wer sich auch bestimmte Strategien anschaut, der Opposition in der Regierung, der kann ja auch sehen, dass das auch bei der FDP nicht erfolgreich ist letztlich, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Deswegen kann ich an dieser Stelle nur sagen, alle haben die Verantwortung, dass man jetzt gemeinsam daran arbeitet, die Probleme zu lösen. Das Zweite, was wir gestern gesehen haben insgesamt, ist, wenn man auch Hessen und Bayern vergleicht, dass sicherlich die Strategien der Unionsparteien durchaus unterschiedlich waren. Das eine war eher ein Kurs, Bierzeltradaus und das andere war ein eher mittigerer Kurs. Wenn man sich anschaut, dass die Hessische Union die Wahl deutlich gewonnen hat, kann an dieser Stelle auch noch mal sagen, herzlichen Glückwunsch. Die hessische CDU ist auf jeden Fall die Wahlgewinnerin und das mal vergleicht mit dem, was in Bayern passiert ist, wo nämlich jetzt die CSU sogar 30% rechts von sich hat, ist das ein deutlicher Hinweis darauf, aus meiner Sicht, welche Strategie am Ende erfolgt.
erfolgreicher ist. Aber auch das ist etwas, wo sozusagen die Unionsparteien sich Gedanken machen müssen, was am Ende insgesamt besser funktioniert. Und wie es jetzt bei uns weitergeht, es ist vergleichsweise einfach. Die hessische CDU hat angekündigt, mit allen demokratischen Parteien im Landtag Gespräche zu führen. Das finde ich auch ausdrücklich richtig. Das haben wir als Hessische Grüne bei den letzten beiden Wahlen übrigens auch so gehalten, dass wir mit allen Konstellationen und auch mit der FDP im Jahr 2013 sozusagen Gespräche geführt haben. Ich finde, das ist unter Demokratinnen und Demokraten selbstverständlich. Und danach muss natürlich die CDU, weil sie ist diejenige, die deutlich vorne liegt, entscheiden, am Ende von Sondierungen und Gesprächen, mit wem Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Aus unserer Sicht ist klar, dass wir eine große Zufriedenheit mit der Landesregierung haben. Das ist so, das geht auch aus allen Umfragen hervor, auch in der Art und Weise, wie wir miteinander regiert haben, nämlich immer sagen, an der Sache orientiert. Schwarz-Grün ist bei allen Befragungen die beliebteste aller Regierungskonstellationen und deswegen wird es Sie nicht überraschen, dass wir sozusagen eine Präferenz hätten. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Entscheidung, sondern die Entscheidung der hessischen CDU am Ende von Sondierungen. Ein letzter Punkt, der uns in Hessen, der viele Menschen umtreibt, ist natürlich das AfD-Ergebnis. Weil das aus meiner Sicht nicht achselzuckend hingenommen werden kann, wenn eine in Teilen erwiesen rechtsextremistische Partei solche Wahlergebnisse erzielt. Meine Schlussfolgerung aus diesem Ergebnis ist, dass alle demokratischen Kräfte geradezu die Pflicht haben, über Parteigrenzen hinweg zwischen Regierung und Opposition und auch zwischen Bund und Ländern an der Lösung von Problemen zu arbeiten. Daran zu arbeiten, dass am Ende wir in bestimmten Bereichen nicht mehr das Bild von ständiger Zerstrittenheit bieten, sondern dass wir am Ende wirklich in bestimmten Bereichen vorankommen und dafür sorgen, dass das, was in den Augen der Menschen als Problem wahrgenommen wird, sagen völlig klar ist, dass man auch gemeinsam daran arbeitet. Und ich hoffe, dass der gestrige Tag dazu beigetragen hat, dass alle Parteien unabhängig von ihrer jeweiligen Rolle in Bund oder Ländern, dass auch zwischen Bund und Ländern da jetzt eine Haltung von Vernunft und Verlässlichkeit einkehrt. Sie wissen, Ende der Woche gibt es die nächste Ministerpräsidentenkonferenz. Anfang November folgt die nächste. Und ich finde, dass der gestrige Tag Anlass dazu bietet, genau an einer solchen Haltung von Vernunft und Verlässlichkeit zu arbeiten, gemeinsam unter Demokratinnen und Demokraten. Ich kann da nahtlos anschließen. Tarek hat es gerade für Hessen gesagt. Wir wollen und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen in beiden Bundesländern. Und es ist ein maßgeblicher Unterschied sichtbar, nicht nur in der Wahlkampfführung, sondern auch am Tag danach zwischen der hessischen CDU und der CSU in Bayern. Ich kann nur begrüßen, dass die hessische CDU mit allen spricht, mit allen demokratischen Parteien im Landtag spricht, so wie es ja die letzten Jahre immer so war. Die Verweigerung von Gesprächen durch Markus Söder ist etwas, was nun wahrlich nicht nachvollziehbar ist. Und ich kann ihn nur auffordern, diese Blockade aufzugeben und die Gespräche zu führen, auch mit den anderen Parteien, auch mit unseren Leuten im Bayerischen Landtag. Es ist beschrieben worden, und ich kann auch da wiederum anschließen, wir haben einen Auftrag als Ampelparteien gestern mitgenommen. Und es gilt, dass wir die guten Ergebnisse, die wir miteinander erarbeiten, nach vorne stellen und nicht einen schrillen Ton. Und es gibt noch einen zweiten Auftrag, und das ist selbstverständlich das Ergebnis der AfD, das Verpflichtung sein muss für alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Land und erst recht für die demokratischen Parteien. Und ich kann immer nur wiederholen, egal wo ich hinkomme, die Leute sind besorgt, wenn sie die Umfrageergebnisse, jetzt auch Wahlergebnisse der AfD sehen. Und das, was sie nicht hören wollen, ist, wer ist eigentlich schuld? Sondern die wollen hören, was wir dagegen tun. Und es gilt, dass alle demokratischen Parteien bei sich selbst schauen müssen, was sie besser machen können. Und dass wir vor allem auch einander die Hand reichen in dieser
maßgeblichen Frage für unsere Demokratie in diesem Land, nämlich wie wir dahin kommen, dass die AfD nicht diese Wahlergebnisse mehr einfahren kann, wie wir sie gesehen haben, und wie wir unsere Demokratie stärken, wie wir Vertrauen zurückgewinnen, was verloren gegangen ist. Es gibt eine Größe bei denjenigen, die AfD wählen, die ein geschlossenes, rechtsradikales Weltbild haben. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die noch gut erreichbar sind und deren Vertrauen wir zurückgewinnen wollen und zurückgewinnen wollen müssen als demokratische Parteien. Wir laden alle anderen Parteien im demokratischen Spektrum an, mit uns darüber nachzudenken, uns zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, was die richtigen Lösungen sind und wie wir einen Schulterschluss der Demokraten miteinander erreichen können. Vielen Dank. Damit kommen wir zu den Nachfragen. Es gibt schon eine ganze Reihe, deswegen würde ich immer zwei bündeln. Den Anfang machen Herr Hönig von der dpa und Frau Amorde von der TAZ. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Nuripur, eine Frage an Herrn Al-Wazir. Zum einen, Herr Nuripur, Sie haben jetzt gesagt, es geht darum, Vertrauen zurückzugewinnen, nicht mehr diesen schrillen Ton zu pflegen in der Ampel. Was heißt das jetzt konkret für die Themen, gerade Migrationspolitik, was ja auch eine große Rolle gespielt hat in den Wahlkämpfen? Also bis wann wollen Sie da wie inhaltlich jetzt vorankommen? Inwiefern sind Sie da auch zu Zugeständnissen bereit als Grüne? Und Herrn Al-Wazir die Frage. Sie haben da ja darauf hingewiesen, die CDU kann sich jetzt den Koalitionspartner aussuchen. Erste Frage, gibt es schon einen konkreten Termin für Sondierung mit der Union und inwieweit sind Sie da möglicherweise auch zu Zugeständnissen bereit an die CDU? Danke. Auch zwei Fragen, wenn ich darf. Einmal zu dieser Formulierung, Herr Nuripur, Sie haben das gestern Abend ja auch schon immer gesagt, das ist ein stabiles Ergebnis. Ich meine, gerade in Hessen 5% weniger auf Platz 4 hinter der AfD und vielleicht fliegen Sie aus der Regierung, wenn es dumm läuft. Ist es stabil? Also das hätte ich gerne noch mal ein bisschen erläutert. Der Kollege hat ja netterweise die Migrationsfrage schon gestellt. Dann wüsste ich gerne noch, wenn Sie sind ja immer schnell dann bei der FDP, was man auch aus vielen Gründen verstehen kann. Aber was ist denn genau Ihr Fehler gewesen? Also wo sagen Sie, wo haben wir was falsch gemacht, was wir jetzt echt mal anders machen müssen? Bist du einfach? Gut, also ich fange vielleicht erstmal an mit der Frage, Stichwort, kann sich den Koalitionspartner aussuchen? Vielleicht muss ich ein bisschen erklären, wie unsere politische Kultur in Hessen ist, weil wir ja vor 15 Jahren die Erfahrung gemacht haben, was passiert, wenn man nicht miteinander redet, dann geht irgendwann gar nichts mehr, alles explodiert und man hat Neuwahlen. Und seit der Zeit ist völlig klar, alle reden mit allen. Und wir haben vor 10 Jahren als hessische Grüne Schwarz-Grün sondiert und Rot-Grün-Rot. Die SPD hat Schwarz-Rot sondiert und am Ende des Tages haben wir sagen, am Ende sind wir in Koalitionsverhandlungen Schwarz-Grün eingetreten. Diese Koalition ist vor 5 Jahren bestätigt worden und trotzdem haben wir damals auch die Ampel sondiert, die ja auch eine parlamentarische Mehrheit hatte im jetzt zu Ende gehenden Hessischen Landtag. Und deswegen ist das völlig okay, dass alle miteinander reden. Das ist aus meiner Sicht in Ordnung. Das ist, wie ich finde, sogar Ausweis einer inzwischen guten politischen Kultur. Und das war ja in Hessen lange Jahrzehnte nicht so. Und das Zweite ist, konkreten Termin haben wir jetzt noch nicht, aber wir gehen davon aus, dass sehr zeitnah diese, spätestens nächste Woche, die sozusagen Sondierungen beginnen. Wir haben Donnerstag, Freitag Ministerpräsidentenkonferenz und Hessen hat seit 1. Oktober den Vorsitz. Also Boris Rhein hat gerade was anderes zu tun, auch mindestens an 2 Tagen die Woche. Aber Sie können mal davon ausgehen, dass wir jetzt relativ bald anfangen zu sondieren. Und das Dritte, das Geheimnis unserer Zufriedenheit ist, dass wir über Forderungen und Zugeständnisse nicht öffentlich reden, sondern dass, wenn wir miteinander reden hinter verschlossenen Türen, dass die Türen dann auch verschlossen bleiben. Und insofern freue ich mich drauf auf die Gespräche und das, was dabei herauskommt.